Ah gut, die Technik spinnt doch nicht. Also herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich habe es gerade einmal schon probiert gehabt, habe gedacht, es funktioniert schon wieder nicht. Aber jetzt kann man mich ja hören und sehen, beziehungsweise meinen Bildschirm sehen. Also der DAX macht heute dort weiter, wo er gestern aufgehört hat. Er springt verrückt rum. Nachdem er gestern ja an der 10.000 Punkte-Marke gescheitert ist, hat er auf Tagesschluss bei 9.500 Punkten geschlossen. Kurz danach lief er sogar im Future-Handel noch bis auf 9.400 Punkte runter. Es war also dann eine Handelsspanne von 600 Punkten. Im DAX, ja, kann man nicht sagen, dass es hier direkt hier das Setup lief, aber das war jetzt am Wochenende so ausgemacht. Und eine Stop-Sell-Marke lag dann bei 9.600 Punkten und Ziel waren die 9.440 bzw. 9.400 Punkte. Das hat hier soweit funktioniert. Die Aufwärtsbewegung ist jetzt unerwartet. Oder die kam jetzt über Nacht relativ unerwartet. Japan zog an, die US-Futures zogen natürlich dann mit an. Und der DAX hat jetzt hier fast ein 200-Punkte-Gap hingelegt. Wenn man das auf diesen Chart wieder betrachtet, das ist also der 4-Stunden- oder auch Tageschart, dann ist wieder hier eine ehemalige Gap-Kante, wo hier schon mal ein größeres Gap zustande kam, ist wieder jetzt offen. Für mich würde das jetzt hier ganz kurzfristig bedeuten, also ein Gap Close, denke ich mal nicht. Da müssen dann, wenn dann schon nochmal, ja, wirklich irgendwelche schlechte Nachrichten eigentlich kommen heute. Die Shorties haben, beziehungsweise die Longs haben einen auf den Deckel gekriegt, jetzt die Shorties, und ich denke mal, hier wird der zwischen, ja, wahrscheinlich wirklich eine Handelsspanne zwischen 9,8 und eben 9,6 vielleicht heute hinlegen. Ich denke mal, dass diese Unterstützungslinie heute eben auch wieder relevant ist. Man sieht ja, die war vor Anfang der Woche und heute ist er wieder da, eben an der Oberkante abgeprallt, die Unterkante liegt eben bei der 9.600 Punkte. Früher habe ich solche, ja, solche volatilen Märkte wirklich auch geliebt, antizyklisch da rein, antizyklisch da rein, aber wie auch gestern, da war ich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Da ist es eben wirklich, wenn man nicht wirklich hundertprozentig am Markt bin, sind dann die Sachen eben schwierig, die Sachen auch dann wirklich vorzustellen, weil alles so kurzfristig funktioniert, oder und eben auch die Stoppsetzung ist hier relativ schwierig, weil ja jeder doch eher einen anderen Handelsstil hat. Ja. Hier oben komplett antizyklisch reinjagen ist natürlich ja hochriskant, obwohl hier im Dow Jones hätte ich jetzt hier ja ein Setup kurz, nachdem hier ein Hoch produziert worden ist, war eben für mich in der Börsensitzung, in der offiziellen, wäre hier schon ein antizyklischer Einstieg möglich gewesen. Ein Hoch noch gefehlt, also ohne dass es jetzt hier das Tief gegeben hätte und dann eben Richtung dieser Unterstützung. Der DAX, der Dow fiel dann auch weiter runter und der steht jetzt hier wieder im Future-Handel beziehungsweise in der 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers fast wieder an dem Hoch von damals. Also auch das Setup, ja, wenn es jetzt hier weiter hoch geht, war ja nur gestern kurzfristig da. Ich würde jetzt hier erstmal das löschen und erstmal in den unteren Zeitebenen schauen, wie sich dann hier die Strukturen sich ergeben, beziehungsweise ja, heute. Also hier kann ich im Moment nichts sagen, wo jetzt wirklich der Markt noch hingeht.
hier das Stop-Sell-Szenario habe ich ja im Prinzip nicht gelöscht. Das geht jetzt auf meine Kappe. Aber wie gestern eben schon erwähnt, nachdem eben der DAX das Korrekturziel erreicht hat, wäre auch hier ein Stopp eher, nicht eher, sondern auch sinnvoll gewesen, den enger an den Markt zu legen oder auch mit dem Erreichen des DAX-Korrekturzieles rauszugehen. Bei den anderen Setups, Forex-Setups, australische Dollar, US-Dollar läuft noch weiter. Da wird jede kleinere Korrektur bislang gekauft. Silber, ja, wie auch gestern erwähnt, läuft super. Hier muss ich jetzt mal schauen, vielleicht ja doch eine Teilgewinnmitnahme und der Rest dann mit Stopp hier. Dann kommt die Position definitiv auch überhaupt nicht mehr in den Verlust, wenn man jetzt hier eine Teilgewinnmitnahme tätigt. Eingekauft würde ja hier bei 15,30 den Stopp. Dann bei 15,17. Dann hat man hier 300 Pips mitgenommen. Risiko ist dann nur noch 120. Evotech eröffnete heute wieder ja, mit einem Gap, hat wieder das Gap geschlossen und kämpft weiter mit der Marke. Wie auch gestern erwähnt, eine Teilposition kann man hier an der Marke einnehmen. Die zweite wäre schon sinnvoll, weiter tiefer. Welches Setup ich heute intraday verfolge, ist hier das Euro gegen australischer Dollar. Konnte hier jetzt kein neues gewünschtes Hoch für einen Short-Einstieg hinlegen, auch nicht in der Nacht. Und aktuell, wenn man hier jetzt eben 4 Stunden Chart trifft, er auf die Unterkante und auch im 1 Stunden Chart, da kann man hier einen Long-Einstieg suchen und auf einen Pullback hoffen und traden. Und der Stopp wird aber dann relativ eng an den Markt gelegt, also knapp unter diese Marke. Des Weiteren ist ja noch Morphosis. Hier lief eben gleich gestern auch ein Upmove und scheiterte dann mit dem DAX bei der 10.000 Punkte Marke eben an hier dann der Oberkante. Ging nochmal runter. Die Gap-Kante sollte offen bleiben. Des Weiteren gibt es hier nichts. Und ja, Palladium liegt hier ein Kauflimit eben bei 540. Das war's erstmal. Danke. Und man hört sich oder sieht sich später.